Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Du hast ja, naja, dann nehmen wir es mal eine illustre Karriere inzwischen bei WWE so ein bisschen hinter dir. Du hast doch mal so eine kleine Pause eingelegt und inzwischen gehörst du aber zu den erfahrensten Männern im gesamten Roster. Und ich habe mal in den letzten Monaten so ein bisschen verfolgt, was dann so über dich in den Medien geschrieben stand. Und da steht immer, absolut Andy erlebt seinen zweiten Frühling und solche Sachen. Echt? Ja, darf ich teilweise sowas gelesen? Ja, komisch. Ich meine, du bist 32. Nervt dich das, dass Leute schon zu dir sagen, so, ja, mit 32 bist du ja eigentlich schon fast einer von den alten Knochen hier? Nein, ich denke, nerven tut es mich nicht. Wenn ich überlege, wie ich damals angefangen habe und da waren Erik Schwarz, Michael Kovac, Finlay, solche Leute da, die erzählen mir dann, ich bin schon seit 13 Jahren im Business und 20 Jahre und ich war ein Jahr dabei oder drei Monate oder vier und dann bin ich da und denke mir, wie kann man so lange da aushalten? Für mich waren das auch, ich will jetzt nicht sagen, alte Leute, das ist das falsche Wort, glaube ich, aber das waren für mich auch Veteranen und ich glaube, dass man in der Zeit das einfach aus einem anderen Blickwinkel sieht. Okay. Die Leute kennen mich jetzt seit 13, 14 Jahren in dem Geschäft. Ja, ich würde da keinen mehr bezeichnen und sagen, man ist ein Jungspund. Und Fußballer, sage ich, mit 33 auch. Das stimmt. Das soll bei mir nicht der Fall sein. Ne? Bin ich ganz froh, wenn die Leute sagen, ja, ich bin jetzt im zweiten Frühling, weil dann geht es nochmal zum Sommer und dann kommt irgendwann vielleicht noch der Herbst. Aber ich glaube, den Herbst, den erleben wir, glaube ich, gar nicht. Ich bleibe immer Frühling, Sommer, das ist jetzt so meine Zeit. Absolut, Andi immer grün. Ja, genau. Du hast ja auch zwischendurch mal eine Pause eingelegt, so zwischen 2010 und 2014, glaube ich, weil du das Schedule so ein bisschen runtergefahren hast. Woran lag das? Warst du da ausgebrannt oder hat die Motivation ein bisschen gefehlt oder was war das Problem? Also es hat zum einen hat es private Gründe gehabt bei mir, die mich einfach dazu, sage ich mal, veranlasst haben zu sagen, ich brauche eine Pause. Wrestling. Ich habe, man muss mal den Spagat finden zu Wrestling, wie es jetzt auch heute für WXW-Worker heute ist. Und ich nehme jetzt mal, egal ob es WXW ist, früher hat WXW nicht den Terminplan gehabt, den die WXW heute hat. Wenn ich da zurückdenke, dann waren die Reisen viel anstrengender. Mhm. Es war die Zeit viel anstrengender alles. Ich hatte früher auch sehr viele Auftritte, die nicht so gut gekoppelt waren, wie es die WXW heute macht. Ja, wir haben heute Termine, wo es heißt, ja, wir sind in Chemnitz, wir sind in Leipzig und wir sind in Dresden. Ja, die Anreise ist für uns, sage ich mal, in Ordnung. Das sind 3-4 Stunden jetzt. Wenn ich jetzt Dresden zum Beispiel nehme, dann bin ich in 3-4 Stunden da. Aber dann habe ich mein Hotel dort. Ich bin am nächsten Tag in einer Stunde wieder in der nächsten Halle, habe mein Hotel wieder dort, bin dann wieder in der Halle und dann entweder schlafe ich dort oder fahre am nächsten Tag gemütlich an oder fahre dann am Abend nach Hause. Und wenn man das von früher nimmt, das hatten wir alles nicht. Ja. Wir hatten ja nichts. Ich will nicht sagen nichts. Also ich sag mal, es gab eine Zeit, die bestimmt härter war als das, was ich durchgemacht habe. Mhm. Ne? Wenn ich wieder, wie gesagt, die alte Schule da nehme. Aber es war einfach da eine Zeit, wo man einfach sagt, wir sind in einem Auto zu fünft gefahren, sind von Wien, ja, am Freitag in Wien, sind dann am Samstag, mussten wir in Paris auftreten. Okay. Ja, dann sind wir das ganze Stück mit dem Auto nach Paris gefahren, dann ist man auf dem Zwischenstopp nach Hause noch irgendeine kleine Show in Deutschland mitgenommen und dann nach Hause. Dann, wann ist man nach Hause häufig gekommen? Wir sind meistens von Sonntag auf Montag sind wir dann um 8 Uhr, 7 Uhr. Und dann ist es ja nicht so, dass wir davon leben konnten und sagen, ja gut, wir sind jetzt alle Millionäre, sondern wir sind dann entweder in die Arbeit oder ich habe teilweise mein Studium in der Zeit noch gehabt und du bist dann noch ein normales Leben nachgegangen. Und das war unglaublich viel. Wo habt ihr da gepennt zwischendurch? Weil du gesagt hast, wenn du also ein Wochenende machst, habt ihr im Auto gepennt oder war irgendjemand untergekommen oder wie war das? Es war unterschiedlich. Also es gab Zeiten, wo wir halt sagen, 5 Leute im Auto, wir haben die Fahrer gewechselt und dann hat man ein Gruppenkuscheln im Auto gemacht. Ja. Oder es war auch so, dass wir früher auch keine Hotels bekommen haben und gesagt wurde, pass auf, der bringt 5 Leute unter, dann hast du eine Matte bekommen, eine Matratze, ja, und eine Decke. Also das muss man zum Glück nicht selber mitbringen, eine Decke oder so, weil es hätte ins Auto gar nicht mehr reingepasst. Ja. Aber so war es sehr häufig. Wie hat denn das dann damals alles mit dem Privatleben zusammengepasst eigentlich? Also ich glaube, du bist auch irgendwie so um den Dreh, ich bin so mein Vater geworden zwischendurch und hast Familie gegründet und so. Wie das ist ja dann, passt ja eigentlich auch dann überhaupt gar nicht zusammen. Also stelle ich mir sehr schwer vor. Gebe ich dir auch recht. Ich glaube, jeder, der wirklich aktiv und sag ich mal, professionell Wrestling betreiben will, dem muss eins klar sein, es ist
wie ein großer Zirkus. Man ist immer unterwegs. Mhm. Ja, man sieht seine Leute zu Hause nicht. Ich kann bloß auch von heute gehen, da muss ich gar nicht von damals gehen. Jetzt sage ich, heute habe ich erzählt, das ist die einfachere Zeit. Ja. Trotzdem, meine Freunde, die schreiben mir oft, ja, wie sieht's aus, gehen wir Freitag feiern, wie sieht's aus, ich habe Geburtstag, treffen wir uns, ich kann mich mit denen fast nicht treffen, ja, weil ich immer unterwegs bin. Ja. Und da gehen schon viele Sachen, ich will jetzt nicht sagen in die Brüche, mhm, weil es ist ja kein Bruch, den wir da tatsächlich haben, sondern es schläft halt etwas ein. Mhm. Man schreibt dann schon zweimal oder ruft mal an. Aber so diese Treffen, wenn gerade ich nehme jetzt in Bayern, man hat viele Feste im Juli, August, ja, ja, die kann man häufig nicht besuchen. Mhm. Ja, wenn man sagt, an den Wochenenden ist man nicht da. Wenn dann das Kind natürlich kommt oder du sagst, du hast eine Freundin, es sind viele Beziehungen auch bei mir in die Brüche gegangen, wo man einfach sagt, du bist nicht zu Hause. Mhm. Ja. Du arbeitest von früh bis Abend, ja, durch das, was ich schon gesagt habe, man macht es nicht 100% professionell, man arbeitet von früh bis Abend, versucht sein Geld da zu verdienen, dann ist man von Freitag bis Sonntag auf Tour und dann ist ja nicht so, dass es damit gegessen ist, sondern du musst die Fitnessstudios trotzdem besuchen, musst trotzdem auch, wenn ich nicht immer ausgesehen habe, als wenn ich permanent der Modellathlet vom Herrn wäre, ja, aber man muss trotzdem eine gewisse Fitness wahren. Ja, ich habe es teilweise dann noch mit Fußballtraining mitgemacht, solche Sachen. Da bin ich einfach ein mieser Vorbild. Ja, da musst du noch eine Frau finden, die auch nicht eifersüchtig ist in der Sache. Mhm. Ja, du bist nie da. Ja, was tust du dort? Ja, ja, klar. Und das sind schon schwere Situationen, die zu bewältigen, ja, sind. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Aber wenn du die anderen Catcher alle fragst, geht durch die Macht, ist es so. Was ist denn dann bei dir die Motivation gewesen, dann trotzdem immer noch dabei zu bleiben, obwohl es halt so schwer ist? Ist es der Kick, wenn man in den Ring steigt? Ist es diese würde man fast schon Bruderschaft nennen, die da ja, oder dieser Kreis, der da ja entsteht? Was ist es, was da? Ja? Also ich glaube, es ist wie eine Sucht. Okay. Ja, ich bin, wo ich die Pause gemacht habe, wo du vorhin schon angesprochen gehabt hast, war auch der Punkt, wo ich für mich mal gesagt habe, mein Leben muss mal in eine normale Bahn laufen. Mhm. Ja. Das war auch der Grund, warum ich die Pause gemacht habe. Aber dann war auf einmal, ja klar, Baby ist da, aber mir hat was gefehlt in meinem Leben. Mhm. Ja. Und das ist einfach Wrestling. Ich schaue, seitdem ich ein kleines Kind bin, Wrestling, wollte immer Wrestler werden, wollte in den Ring steigen. Und jetzt wurde mir das auf einmal weggenommen mit einer Sache, die ich, sag ich mal, mein Leben lang mich begleitet. Das fehlt dir irgendwo. Mhm. So, und dann ist natürlich so, du kommst in den Ring rein, jetzt bin ich damit ja gesegnet, dass die Leute mich anfeuern und hinter mir auch stehen. Mhm. Und das fehlt dir natürlich. Du hast zwei Welten im Kopf. Du hast einmal die Wrestling-Welt im Kopf und einmal die Privatwelt. Ja, das sind zwei völlig skurrile, unterschiedliche Dimensionen, wo man ist. Ja, man geht dahin, Wrestling. Wenn man bei einer Show ist, ist es für manche ist es Stress. Ja? Aber wenn du Wrestling liebst, magst du diesen Stress, den du da hast. Ja? Du tauchst in eine Welt ab, die so im realen Leben nicht funktioniert. Und wenn wir da rausgehen und mich beleidigt einer und ich denke mir, boah, geht der mir auf den Keks und ich hole eine Rohrzange unten raus, die Leute schreien, jawohl, hau ich mit der Rohrzange eine drüber, stell dich mal hin, mach das Montag früh im Supermarkt, weil du nicht dran kommst, an der Reihe, nimmst eine Rohrzange raus und haust einen nieder. Ja. Das sind so diese Dinge, du lebst was anderes. Mhm. Und das fehlt dir, wenn du das, sag ich jetzt mal, über 10 Jahre, 13 Jahre immer hast und auf einmal bricht es weg. Mhm. Verstehe ich. Hat dir da deine Selbstständigkeit bei geholfen, dass du so ein bisschen mehr Freiheiten hast, als jemand, der jetzt ganz normal fest angestellt worden ist? Ja, also ich habe eine lange Zeit studiert, sagen wir mal so. Ja, durch Wrestling habe ich es rausgezogen, meine Diplomarbeit, solche Dinge. Ich weiß noch damals, ich hätte nach 6 Semestern fertig sein können, habe mir dann aber noch mal 5 Semester länger Zeit gelassen, bis erstmal die Diplomarbeit. Ich habe aber immer gearbeitet nebenbei. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt 8 Jahre ins Haus und Haus leben oder sowas, das war es jetzt nicht. Aber ich habe schon bewusst auch die Selbstständigkeit in meinen Berufen gewählt, zu sagen, es muss einfach für mich vereinbar sein, mein Privatleben mit Wrestling zu verbinden. Mhm. Das ist mir bisher immer gut gelungen. Okay. Ja, sonst könnte ich ja auch nicht mit dir hier sitzen und das besprechen. Ja. Aber es ist schwer, und wenn du gerade, sag ich mal,
im selbstständigen Bereich dann auch tätig bist und es kommen mehr und mehr Termine, ja, dann artet es zu einem Riesenstress aus. Und da ist, ich glaube auch, dass dafür auch nicht jeder geschaffen ist, zu sagen, diesen Spagat zwischen Wrestling und normalem Arbeitsleben. Also ich bin selber selbstständig, ja. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich mich zum Beispiel verletze, weil da kann man nicht mehr arbeiten. Richtig. Ist das nicht bei dir auch ein Thema gewesen, wo du dachtest, so, vielleicht dann doch lieber nicht Wrestling und dann lieber die Sicherheitsvariante wählen? Selten, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ich weiß, dass es so ist, ja, und ich weiß auch, wo ich mir zum Beispiel die Rippen gebrochen habe, ja, die Rippen, dann die Gehirnerschütterung gehabt habe, die Lippe genäht wurde, das Handgelenk verstaucht, das alles in einem Kampf, ja, und dann kommst du nach Hause und denkst, oh Scheiße, ich muss Montag arbeiten. Ich habe Montag einen Termin. Genau. So, jetzt gehst du da hin, Gott sei Dank trage ich einen Bart, dann fällt das schon mal nicht auf, eine Rippe kann man kaschieren, hätte ja auch anders laufen können. Ja. An der Stelle, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir schon den Gedanken mal gemacht, dass, was passiert denn? Ich brauche bloß aufs Genick fallen. Ja, und der Jack-mäßig? Ja, und gut aus ist es bei ihm nicht gewesen. Nein, aber trotzdem fällt er erstmal eine längere Zeit aus. Ich sag mal, so 3 Monate ohne Gehalt ist ja doof. Richtig, ja. Das Risiko bin ich mir bewusst. Okay. Es ist ja auch, ich nehme das jetzt mal, anders, was immer ein Punkt war, der mich, sag ich mal, etwas abgeschreckt hat, ohne richtigen Vertrag Wrestling zu machen. Das war genau der Punkt. Mhm. Weil auch im Wrestling werde ich ja nicht monatlich bezahlt und jemand sagt, ich zahle dir 18.000 Euro im Monat und dann passt das. Ja. Sondern nein, du gehst für jede Show, fährst du hin und wirst pro Show, pro Match bezahlt und gehst dorthin. Was passiert denn, wenn ich professioneller Wrestler bin und verletze mich dran? Habe ich genau das Gleiche wie als was ich als Selbstständiger habe. Und ich hatte damals ein Erlebnis auch, das war GSW International Impact damals, schon etwas her. Da habe ich damals gegen Kovac gekämpft und dann war ich ein paar Wochen in England. Und da war das war so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte probieren, wie es ist, hauptberuflich durch die Welt zu tingeln. Und habe mich dann ein paar Promotions, also hauptsächlich war ich damals bei All-Star Wrestling, habe dann zwischendurch woanders Auftritte auch noch angenommen gehabt. Es war nicht, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, aber in den ersten 3 Tagen habe ich übles Fieber bekommen gehabt. Mhm. Ja, war total am Ende, Schweißanfälle, ja, ich konnte kaum mehr aufstehen, kaum mehr sprechen, gar nichts. So, jetzt habe ich aber mit nichts anderes Geld verdient damals. Was mache ich dann? Ich bin am Abend wieder in den Ring gestiegen, ich bin Mittag in den Ring gestiegen, ich bin am nächsten Abend wieder in den Ring gestiegen. Irgendwann haben die zu mir gesagt, weil es ist ja nicht so, dass wir dort eine riesen Ringcrew haben und die sagen, wir bauen alles auf, geht mal rein und macht. Nee, wir haben Ring aufgebaut, wir haben die Teile verladen, das war damals bei Oster, ich glaube, es ist heute auch noch so, dass halt alle das machen. So, jetzt hat noch der Promoter zu mir damals gesagt, ey, pass auf, Andi, kein Thema, du siehst echt scheiße aus. Ich nehme dich auch von der Karte runter, zahle dir die Übernachtung, gar kein Thema, musst auch keinen Ring aufbauen, aber bleib im Bett. Aber was hilft mir das, wenn mir die Übernachtung bezahlt wird? Ja, ich muss essen, ich muss trinken, ja, ich muss meine Kosten decken. Ja, dann bin ich weiter aufgetreten. Ring musste ich nicht aufbauen zu dem Zeitpunkt, das war das einzig Gute. Ich war teilweise, hatten wir das Hotel direkt neben der Halle und ich bin in meinen Wrestling-Klamotten vom Hotel zur Halle gegangen, gewartet, dass die Musik spielt, bin raus, keiner hat mitbekommen, dass ich krank bin, wieder nach hinten, bin nur ins Bett, habe mich erstmal hingelegt, geduscht, wieder hingelegt und gewartet, dass der nächste nach der Bus wieder fährt, wo wir alle reingequetscht waren in einen 9-Mann-Bus zu 9, ja. Und das sind aber keine Typen wie ich, dass ich dich beleidigen will, wenn du schon dabei bist. Sondern da war, wer war damals dabei? Nigel McGuinness, Gangrel, Sheamus, solche Leute dabei. Ja, und dann waren wir natürlich noch alle so da drin gesessen. Ja. So. Und das habe ich gemacht und gemacht. Und ich wurde nicht gesund über die ganzen Zeit nicht. Das wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Dann war ich in Gießen, wo ich dann hingeflogen hatte, ein Trainingscamp, das ich gesagt habe, das waren 3 Tage. Habe ich gesagt, wie ich dort gelandet bin, ich schaff's nicht, ich kann das Trainingscamp nicht machen, ich konnte kaum mehr laufen. Dann wurde da Ersatz gefunden und dann hatte ich am Samstag das GSW World Title Match gegen Kovac. Und es ging damals 35, 40 Minuten. Ja. Und dieser Moment für mich damals auch, ja, auch wenn es jetzt, sage ich mal, kein WXW-Moment war, aber der war riesig. Die Leute haben sich riesig für mich gefreut, dass ich gewonnen habe und das alles eben. Die Leute sind in den Ring gekommen und mein einziger Gedanke in dem Moment,
Scheiße, ich will nur nach hinten. Ja. Ich kann nicht mehr, ich brauche Zucker, ich brauche irgendwas, was nicht mehr geht. Ja, dann bin ich durch den Vorn hinten und hinten bin ich, konnte ich nicht mehr laufen. Dann bin ich zusammengebrochen, war da gelegen und konnte nichts mehr machen. Ja, okay. Dann war damals meine damalige Lebensgefährtin war da. Die hat mich dann nach Hause gefahren, weil dann war das erstmal rum. Mhm. Ja. So, dann sind mir die Haare ausgefallen. Ich hatte Haarausfall, allen drum und dran. Okay. Bin zum Arzt gegangen und hab dann gesagt, Mensch, was ist mit mir? Ich krieg nichts mehr. Da ist alles in meinem Arm ausgefallen. Ich habe Pusteln bekommen, alles. Okay. Er hat gesagt, mein Körper kann nicht mehr. Mein Körper ist am Ende. Ich habe meinen Körper so verbraucht, dass nichts mehr ging. Und das hat mir dann schon zu überleben gegeben, dass ich diesen Weg so nicht einschlagen kann. Ich bin der Überzeugung, dass das in der Sache auch ein Zeichen war. Ja, ich glaube an solche Sachen, ja, dass ich genau dann, wenn ich es probiere, dass sowas kommt, und mir zum Nachdenken gegeben hat. Mhm. Und so habe ich mich halt dann entschieden, nur mit festem Vertrag, wo ich, wenn ich krank bin, auch mein Geld bekomme oder verletzt bin, auch mein Geld bekomme. Also, Headlock, der Pro Wrestling Podcast.